483 Münzen bestehender Goldschatz ist in der Nacht zu Dienstag aus dem Kelten-Römer-Museum in Manching bei Ingolstadt geraubt worden. Der Sammlerwert der historischen Münzen wird laut LKA auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Der oder die Täter konnten allerdings unerkannt entkommen. Es ist 9:45 am Morgen, als die Angestellten des römisch-keltischen Museums im bayerischen Manching den Diebstahl bemerken. Der kostbare 2 Jahrtausende alte Goldschatz ist verschwunden, alle 483 Münzen weg. Bei so wertvollen archäologischen Stücken darf man natürlich nicht vom reinen Materialwert ausgehen, sondern hier muss man wirklich einen deutlich höheren Wert ansetzen. Diesen, wir bezeichnen mal einfach mal als Sammlerwert, und der liegt hier im unteren einstelligen Millionenbereich. Die Einwohner Manchings sind geschockt und fragen sich, wie das passieren konnte. Das sind uraltige Sachen, geschichtliche Sachen. Und dass sowas geklaut wird, ist eigentlich unmöglich. Ich hoffe, dass diejenigen, die es gemacht haben, nicht bloß das Ding einschmelzen. Die Alarmanlage ging nicht los. Verdächtig, in der Nacht zuvor hatten Unbekannte mehrere Glasfaserkabel in einem Technikraum der Telekom durchtrennt. Das hatte zur Folge, dass seitdem etwa 13.000 Haushalte und Firmen komplett ohne Internetversorgung und auch ohne Festnetztelefonie sind. Im weiteren Verlauf sind dann auch mehrere Mobilfunkmasten ausgefallen. Der Fall erinnert an den spektakulären Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden. Vor 3 Jahren waren Kriminelle dort eingestiegen und hatten Juwelen von unschätzbarem Wert gestohlen. Auf der Anklagebank sitzen 6 Mitglieder des Remo-Clans. Besprechen wir das nochmal detailliert mit Franziska Troger, die uns nun aus Manching zugeschaltet ist. Franziska, wir sprechen hier von 4 Kilo Münzen, die verschwunden sind. Ist denn schon bekannt, wie die Diebe das überhaupt aus dem Museum schaffen konnten, ohne dass es jemand bemerkt hat? Bislang geht man davon aus, dass die Einbrecher hier durch einen Notausgang in das Gebäude gekommen sind. Diese Tür befindet sich im mittleren Teil des Gebäudes und wir haben sie auch kurz angeschaut. Das ist eine recht unscheinbare Glastür. Die wurde wahrscheinlich aufgehebelt. Dann sind die Diebe in das Gebäude. Sie haben die Vitrine dann aufgebrochen, in der sich die Goldmünzen befunden haben. Ein Sprecher des LKA hat dazu gesagt, man kann sich das wirklich vorstellen wie in einem schlechten Film. Man muss dazu sagen, wir stehen hier aktuell gerade auf einem ziemlich leeren Feld. Wir sind ganz in der Nähe der Bundesstraße. Nachts ist es wirklich stockdunkel hier. Es gibt kaum Anwohner, also es ist wirklich unwahrscheinlich, dass jemand etwas gesehen oder bemerkt haben könnte. Allerdings gibt es hier am Gebäude ja auch Überwachungskamera und theoretisch gibt es auch eine direkte Alarmverbindung zwischen diesem Museum und der Polizei. Aber, das haben wir gerade im Beitrag ja gesehen und gehört, diese Sabotage der Glasfaserkabel in derselben Nacht, da könnte es einen Zusammenhang geben, denn darüber läuft eben anscheinend auch diese Verbindung zwischen dem Museum und der Polizei. Also man hat das alles wirklich ziemlich genau geplant und sich auch genau damit auseinandergesetzt. Denn man muss ja zum Beispiel auch wissen, wo dieser spezielle Technikraum der Telekom ist. Dass es da einen Zusammenhang gibt, das ist wahrscheinlich. Und davon gehen eigentlich auch alle aus, aber wirklich bestätigt will das bislang niemand. Ja, da denkt man ja ganz automatisch direkt an den Raub auch im Dresdner Grünen Gewölbe oder auch hier im Berliner Bode-Museum. Damals, vor allem im Bode-Museum, waren es ja Clanmitglieder, die das Ganze angezettelt haben. Geht denn in diesem Fall die Spur auch in diese Richtung? Da gibt es natürlich jede Menge Raum für Spekulationen und viele denken sofort an den Clan. Es ist jetzt noch zu früh, um wirklich eine Aussage zu treffen, ob auch hier der Clan dahinter steckt. Aber klar ist, das LKA hier in Bayern ist in engem Austausch und in Kontakt mit den Kollegen und den Behörden in Berlin und in Dresden und erhoffen sich da auch Hinweise auf das Vorgehen der Täter, dass eventuell hier das Gleiche sein könnte oder eventuell auch ähnliche oder dieselben Täter dahinter stecken könnte. Aber das wird erst noch ermittelt. Eine absolut wahnsinnige Geschichte. Franziska, ich danke dir. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.